Am Freitag gibt es Halbjahreszeugnisse. Die Leistungen der Schüler werden in Form von Noten dokumentiert. Die momentane Lehrersituation an Duisburg-Schulen würde im Falle einer Benotung von vielen womöglich die Note mangelhaft oder sogar ungenügend bekommen. 5.160 Schulstunden fallen pro Woche in Duisburg aus. Lehrer, Eltern und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft schlagen Alarm. Der Kampf gegen den Lehrkräftemangel in Duisburg geht nun ins vierte Jahr. Durch diesen sind Duisburger Schulen nicht in der Lage, das Unterrichtsniveau einzuhalten. Am Mittwoch diskutierten die Elternschaft der Duisburger Schulen, kurz EDUS, die GEW Duisburg und die Schulformsprecher über die aktuelle Situation. Die Zahlen der nicht besetzten Lehrstellen steigen. Besonders an Grundschulen wird dringend Lehrpersonal benötigt. Laut dem Stand von November 2018 konnten in Duisburger Grundschulen nur 89 von insgesamt 201 ausgeschriebenen Stellen besetzt werden. Insgesamt gibt es in Duisburg 506 leere Stellen, wovon nur 305 besetzt wurden. Dadurch werden die Zahlen der ungeschulten Kinder in Duisburg immer höher. Denn nach einer Berechnung der EDUS können rund 5000 Kinder in Duisburg durch massive Unterrichtsausfälle nicht richtig ausgebildet werden. Die Beteiligten betonen die dringendst erforderlichen Hilfsmaßnahmen. Wie gesagt, es müssen Anreize geschaffen werden. Es gibt sowieso zu wenig Lehrer, die mit der Ausbildung fertig werden. Deswegen können nicht alle Stellen im Moment besetzt werden. Aber es gibt natürlich gut ausgestattete Städte und Gemeinden, die eben für die Absolventen weitaus attraktiver sind. Und da muss einfach Duisburg an der Attraktivität arbeiten. Die Attraktivität für ausgebildete Lehrer ist an anderen Orten größer als in Duisburg. Kernfächer wie Mathematik, Deutsch und Englisch können teilweise nicht mehr an Duisburger Schulen unterrichtet werden, da kein geeignetes Lehrpersonal zur Verfügung steht. Doch die Hoffnung, dass sich zukünftig mehr Lehrer in Duisburg bewerben, bleibt weiterhin bestehen. Ja, die Hoffnung nach geeignetem Lehrpersonal nicht aufgeben, das macht auch unser heutiger Studiogast nicht. Martin Fey ist der Koordinator der Schulformsprecher der Duisburger Schulen und fordert, wir brauchen qualifizierte Klassenlehrer. Herzlich willkommen, Herr Fey, schön, dass Sie heute bei uns sind. Ja, schönen guten Abend. Ja, Herr Fey, wir haben gerade schon im Beitrag gesehen, die Situation sieht nicht gerade sehr positiv aus. Was würden Sie sagen, wie brenzlig ist die aktuelle Situation an Duisburg Schulen? Oh, die Situation ist schon heftig. Wir sind im vierten Jahr. Wir haben über 200 Stellen an Duisburger Schulen nicht besetzt. Wenn man das umrechnet in nicht erteilten Unterricht, dann sind das über 5000 Unterrichtsstunden, die nicht erteilt werden, und das jede Woche. Und viel brenzliger, hoffe ich, kann es gar nicht mehr kommen. Sie haben gerade gesagt, 200 Stellen sind unbesetzt. Was denken Sie, was ist der Grund, dass gerade an Duisburg Schulen so ein Lehrermangel herrscht? Ja, wir haben ein Problem, das liegt in der Art und Weise, wie ausgebildete Lehrer zu ihren Schulen finden. Wir haben das Problem, dass im Augenblick landesweit zu wenig Lehrer ausgebildet werden und zu viele Stellen frei sind und besetzbar sind. Das Problem im Verfahren liegt darin, dass sich Bewerberinnen und Bewerber eine freie Stelle aussuchen können. Und jetzt gucken wir mal, wo Duisburg liegt und was um Duisburg herum liegt. Bewerberinnen, die hier in der Gegend suchen, die suchen in Duisburg. Die können aber auch eine Stelle in Dienstlaken nehmen. Die können eine Stelle am linken Niederrhein, in Moers oder Umgebung nehmen. Die können eine Stelle in Düsseldorf nehmen. Die können eine Stelle in Mülheim nehmen. Warum sollen die nach Duisburg? Da müsste die Attraktivität schon sehr groß sein, um dann zu sagen, ich gehe nach Duisburg. Jetzt sieht ja gerade die Situation an den Grundschulen und an den Förderschulen kritisch aus. Warum genau da? Das hat sicherlich damit zu tun, dass insbesondere das Grundschullehramt von der Landesregierung nicht besonders wertgeschätzt wird. Das macht sich in der Besoldung bemerkbar. Wir haben einen Besoldungsunterschied von 500 Euro zwischen Grundschullehrern und Sek-2-Lehrern. Ich muss jetzt die Kolleginnen und Kollegen von der Sekundarstufe 1 einbeziehen. Die werden nämlich auch nicht besser bezahlt als die Grundschullehrer. Aber auch da gibt es mittlerweile einen deutlichen Mangel. Die Lehrerinnen und Lehrer aller Schulformen durchlaufen mittlerweile die gleich lange Ausbildungszeit. Und insofern ist es schon seit Jahren fällig, dass Lehrerinnen und Lehrer auch gleich bezahlt werden. Früher war das mal anders, deswegen gab es eine andere Besoldung. Heute ist das längst hinfällig. Hier ist ein deutliches Versäumnis der Landesregierung, die Gehälter anzupassen. Wir reden von 500 Euro im Monat, das ist eine Stange Geld. Und wenn es die mehr gäbe, dann würden wir auch mehr Leute für die Grundschulen gewinnen. Und welche Folgen hat der Lehrermangel für die Schüler und insbesondere vielleicht auch für die Lehrer?
Also der Mangel ist vor allen Dingen ein Problem für die Schülerinnen und Schüler. Wenn 5000 Unterrichtsstunden nicht erteilt werden, dann trifft es ganz besonders die, die besonders dringend eine Unterstützung brauchen. Weil das, was gestrichen wird, das sind immer die zusätzlichen Fördermaßnahmen als allererstes. Das sind die Fördermaßnahmen für Kinder, die eine Deutschförderung brauchen. Das sind Fördermaßnahmen für Kinder, die besondere Unterstützung brauchen. Das sind Fördermaßnahmen im Bereich der Inklusion. Unterricht von behinderten und nicht behinderten Kindern gemeinsam. All diese Sachen erfahren als allererstes die fehlende Unterstützung. Und wir befürchten, dass sich das in den Bildungslaufbahnen der Kinder so langsam Bahn bricht. Wir sind jetzt, ich habe gesagt, wir sind 4 Jahre jetzt schon, arbeiten wir mit dem Lehrermangel. Das ist eine Generation von Grundschulkindern, die jetzt bald durchlaufen hat, eine Zeit, wo es ständig Kürzungen gibt, wo Unterricht nicht stattfinden kann, in ausreichendem Maße, wo Unterstützungsmaßnahmen nicht passieren können. Und das wird Auswirkungen haben auf die Bildungsqualität. Um das aufzufangen, was Sie gerade geschildert haben, dienen jetzt ja als Lösungsansätze Quereinsteiger oder sozialpädagogische Fachkräfte. Ist das Ihrer Meinung nach der richtige Weg? Das ist auf jeden Fall ein Weg mit einem Ja-Aber. Ich sage erstmal, ich fange mal mit den sozialpädagogischen Fachkräften an. Die sind eine Chance und eine Hilfe. Aber es sind keine Lehrkräfte. Wir sind der Landesregierung dankbar, dass sie im letzten Jahr über 30 solcher zusätzlicher Stellen für die Duisburger Grundschulen geschaffen hat. Ich habe gehört, dass im Sommer weitere Stellen folgen sollen. Das ist ein Gewinn, weil diese sozialpädagogischen Fachkräfte werden in der sogenannten Schuleingangsphase, das heißt im ersten und zweiten Schuljahr, zur Unterstützung eingesetzt. Und sie sind eine große Hilfe. Keine Frage. Aber dadurch, das ersetzt uns keine Lehrkraft. Bei den Quereinsteigern ist es anders. Die Quereinsteiger sollen Lehrkräfte ersetzen. Der Ansatz ist richtig. Wenn wir nicht genug Lehrerinnen und Lehrer haben, müssen wir das System öffnen, auch für Quereinsteiger. Aber diese Quereinsteiger müssen wir qualifizieren. Und hier gibt es noch einen großen Nachholbedarf. Wir haben jetzt das System geöffnet im Grundschulbereich. Wir können Musiker, Künstler, Sportler einstellen. Das ist gut und schön. Aber wir brauchen auf Dauer Lehrerinnen, die als Klassenlehrerinnen Unterricht erteilen in Deutsch, in Mathematik, in Englisch, in Sachunterricht, also in allen Fächern, die auch relevant sind. Die reinen Musik- oder Kunstlehrer, die können nur eine kleine Hilfe am Rand sein. Hilfreich wäre das System, wenn es für die Quereinsteiger eine Nachqualifizierung gäbe. Wenn sie also berufsbegleitend qualifiziert würden und bekämen einen Abschluss als Grundschullehrerin, als Grundschullehrer und könnten dann auf Dauer mit den gleichen Rechten und Pflichten wie Grundschullehrer eingesetzt werden. Das wäre die Lösung des Systems. Hier gibt es großen Nachbesserungsbedarf seitens der Landesregierung. Aber für den Übergang ist es ja auf jeden Fall schon mal eine Lösung. Sie fordern oder was fordern Sie oder die GEW und die Elternschaft Duisburger Schulen? Ja, wir müssen uns vor Augen halten, dass alle Zahlen aussagen, dass wir bis über das Jahr 2030 warten müssen, bis ausreichend Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung stehen. Das kann man nicht mal eben so untertunneln. Wir müssen jetzt Folgendes tun, aus unserer Sicht. Erstens. Die ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrer, die auf dem Markt sind, müssen den Schulen zugewiesen werden, entsprechend des Bedarfs der Schulen. Das heißt, das Land hat einen sogenannten Sozialindex und weiß, in welchen Städten und Kreisen es besonders dringenden Bedarf gibt. Dazu gehört Duisburg auf jeden Fall. Und dieser dringendste, notwendige Bedarf, der muss auf jeden Fall vorrangig berücksichtigt werden. Das schafft man nicht, indem man sich die Bewerberinnen und Bewerber ihre Stellen selber aussuchen lässt. Dazu muss das Land aktiv werden und Lehrerinnen und Lehrer zuweisen. Das sind Beamtinnen und Beamte, das geht, das ist machbar und das macht ganz viel Sinn. Und davon würde Duisburg profitieren. Wenn man dieses Zuweisungsmodell nicht möchte, politisch ist das umstritten, dann gibt es die andere Variante, dann muss man die Menschen mit entsprechenden Zulagen locken. Wenn es die Möglichkeit gäbe, dass Lehrerinnen und Lehrer in Duisburg 500 Euro im Monat mehr verdienen würden als anderswo, dann würden wir auch in Duisburg Lehrerinnen und Lehrer gewinnen. Auch das ist eine Möglichkeit, mit einem Zulagensystem zu arbeiten. Der nächste Punkt, den wir fordern, ist, wir haben ja nicht in allen Bereichen einen gleich starken Lehrermangel. Wir haben einen Bereich, den sogenannten Sekundarstufen 2-Bereich, in dem mehr Lehrer ausgebildet werden, als Stellen zur Verfügung stehen. Und das auch über die nächsten Jahre.
In den Grundschulen sind Stellen geöffnet. Sekundarstufen 2 Lehrer können sich auch auf eine Grundschulstelle bewerben. Aber interessanterweise können sie an der Grundschule nicht als Grundschullehrer dauerhaft bleiben und verbeamtet werden, weil da sogenannte laufbahnrechtliche Dinge gegensprechen. Und da fordern wir jetzt seit Längerem, dass diese laufbahnrechtlichen Regelungen verändert werden, damit die Sekundarstufen 2 Lehrer auch die Möglichkeit haben, an der Grundstufe zu verbleiben, ordentlich verbeamtet zu werden und dort zu arbeiten. Die Landesregierung hat das im letzten Sommer schon im sogenannten 6-Punkte-Plan gegen den Lehrermangel zugesagt, dass das umgesetzt werden soll. Leider haben wir bis heute noch nicht gesehen, was passiert. Und im kommenden Sommer werden die ersten Sekundarstufen 2 Lehrer, werden deren Verträge auslaufen. Und wenn es für die keine Perspektive gibt, wird das Problem wieder noch größer. Wir hoffen, dass sich bis zum nächsten Halbjahr wenigstens ein bisschen sich was ändern wird. Danke, dass Sie heute bei uns waren, Herr Fey. Ja, danke, dass ich hier sein durfte.